Und es war Nacht. Das passt. Die Versuchung in der Nacht, dargestellt durch die Worte, da fuhr der Satan in ihn. Sie nagt in Judas diese Versuchung. Jeden Tag hat er den Geldbeutel in der Hand, die Kasse der Jüngerinnen und Jünger. Jeden Tag überlegt er, was er damit kaufen könnte oder welche Bewegung man damit anfangen könnte. Der Geldbeutel, das Konto, das Aktienportfolio. Nach 2000 Jahren gibt es immer noch Geld und die Versuchung, mehr zu haben als die anderen. Die Versuchung, sie kommt immer leiser her. Du hast es dir verdient. Oder andere machen es doch auch. Solche Gedanken kommen und gehen. Schwierig ist es, wenn man ihnen wirklich zuhört und ihnen Glauben schenkt. Sie setzen sich dann fest und treiben die fantastischsten Ausreden. Sie haben feste Wurzeln bekommen. Männer, die untreu wurden zum Beispiel, kommen mit ganz selbstverständlichen Ausreden. Ja, ich bin halt so. Oder ich brauche das, ich arbeite so hart. Nein, wir sind nicht einfach so. Wir haben den Drang in uns, aber wir haben auch eine Schutzmauer eingebaut. Der eine mehr und der andere weniger, das stimmt schon. Aber man kann den Versuchungen auch einfach mal eine Frage stellen. Bist du es wirklich wert, liebe Versuchung? Ich kann vielleicht 300 Euro aus der Steuer noch rausholen, aber wenn es auffällt? Ich kann vielleicht die Briefmarken mitnehmen auf der Arbeit, aber ist es mir das wirklich wert, die paar Euro? Wir sind nicht allein in der Versuchung. Die Gedanken kommen wieder und kommen wieder, aber wir dürfen sie auch ziehen lassen. Dann dürfen wir nämlich daran denken, wie sehr wir von Gott beschenkt wurden. Dass das nicht selbstverständlich ist, dass in unserem Beutel ist, das macht dankbar. Wir haben nicht weniger als andere, wir haben genug, wir brauchen uns nicht vergleichen. Wir haben einen Partner, eine Familie, eine warme Wohnung und einen vollen Kühlschrank. Der Blick auf Gott macht uns dankbar, stabil gegen Versuchungen. Wie oft hat er uns gerettet aus der Gefahr? Wie oft hat er uns begleitet in der Einsamkeit? Wie oft hat er uns getröstet in der Finsternis? Ja, wirklich, der Herr ist unsere Zuversicht, unsere Zuflucht, auch in der Versuchung. Amen.